Moin, moin, und da sind wir wieder. So, und Kampf auf der Bruchbringer. Oh Gott, warum haben wir so viele? Skale, Dornstrauß, letzte Verteidigungslinie nieder. Schallresonanz steigend. Schluss mit Tricks und Spielchen. Jetzt wird gestorben, ihr Mistviecher. Gleich ziehe ich sämtliche Register. 3, 2, 1. Jetzt seht ihr das Beste, was die Holomantie zu bieten hat. Bewaffnet mit einer Energiekanone, dann werfen wir mal den Generator an. Gleich wird es etwas wehtun. Na, kann man Schaden machen? Nö, immun. Hier sind wieder die Felder, genau. Genau. Ja. Und so muss man dann wohl immer... Ich glaube, jetzt leuchtet auch ab und zu mal was. Und dann kann man auch Schaden machen, anscheinend. Wahrscheinlich muss man... Also wir konnten jetzt schon Schaden machen, die ist jetzt schon bei... Ja. Ja, irgendwas geht an ihr kaputt, aber... Bin mir nicht sicher, ob wir das sind. Wie wir sonst war. Ist nicht mehr öffentlich, jetzt müssen es wir sein. Ja, ja. Ich glaube rot jetzt. Weiß nicht mal, woran man das erkennen kann. Ich glaube an dem Fußboden. Ja, alle Farben, dann reicht es hoffentlich. Über mir leuchtet jetzt plötzlich nur noch rot, vorher hatte ich weiß. Jetzt ist blau hier. Eine Farbe nehmen immer. Achso, welche... Hier in der Ecke kann ich Schaden machen. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Also, wenn ich hier auf blau bin, kann ich hier der blauen Hologramm Schaden zufügen, wie es aussieht. Ich kann rot, ich kann der roten, da wo Sascha jetzt auch gerade war. So, jetzt gibt es noch ein Feld in der Mitte. Echten Schaden anzurichten. Keine Lichtenergie, keine Wiederaufladung mehr, keine leeren Hülsen, keine Ablenkung. Feuert alles ab, damit ich wieder an die Arbeit kann. Ich brauche nur die dunkle Energie. Okay, jetzt ist er noch unverwundbar. Es müssten ein Haufen Mini alle Hologramme killen. Ja. Soweit ich ja mitbekommen habe immer. Oh. Ja, genau, in diese blöden Viecher rein. Scheiß. Schön, wenn man so rein Dauer gestoßen wird und ach Gott. Zeit echt. Noch an ihr kann man keinen Schaden machen. Ich sehe gar keinen anderen mehr. Bei mir war noch eine. Achso. Achso, weil du so groß bist. Weiter mit Stardust Ende. Da hat sich die hinter dir mein Forschungsstudium reinzuschauen, ob hier irgendwas sein könnte. Nicht umdrehen.
Nee. Oh. Erstmal Feier und danach Ehrengäste. Diese Stadt hat Freunde, ihr Deppen. Vergesst es einfach. Das war nicht übel. Gut gekämpft für einen Golem. Lass mich kurz mal aussprechen. Ja, das ist nachher wieder in. Ich bin nicht programmiert für Kampf. Was willst du? Ich glaube, sie kommt gleich wieder. Zwei Dinge, Scarlett aufhalten und beweisen, das ist wieder ein Götterfeld. Ja, ich höre noch kurz dem Golem hier zu. Hast du wir müssen hier weiter, da. Verarbeitet Daten. Schwierigstes Ziel erreicht. Fühlt sich so Freude an. Du hörst auch jeden okay. zu, ne? Kiel und ja, also vor allem dem Heilomat. Ich mag den. Den Geilomat? Habe ich richtig gehört? Heilomat. So. Scarlet's Ende? Ja. Ups, ich habe abbrechen gesagt, Entschuldigung. Nochmal. Einmal mit Profis, ne? Ja, ja. Aber ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, einmal mit Profis war gestern, heute reicht schon einmal nicht mit Idioten. Auch nicht schlecht. Nicht hier oben, da vorne stehen sie. Alle da. Ja, gerade noch rechtzeitig. Scarlett ist verletzt. Vorsicht. Bloß weil sie am Boden ist sie noch lang nicht erledigt. Also alle gemeinsam? Alle gemeinsam. Bringen wir es endlich nicht zu vorlaufen. Ende. Warum geht ihr nicht vor? Wir sind gleich hinter euch. Sorry, mit mir gibt's Story. Wir kriegen, was wir haben wollt, Rox. Sieht aus, als läge der Stone-Trupp und in Reichweite. Und wir euren Willen, Brian. Wir ziehen das gemeinsam durch. Man kann jetzt hier sowieso nicht einfach Jim, so rein. Ich habe ein Stück. Ach, der hat schon wieder Schluck auf. Keine Angst. Ich habe schon eine Menge Gesocks wie die verhaftet. Seht euch bloß an. All ihr Helden. Und ich, armes Ding, mittendrin. Wollt ihr nicht mal wissen, warum das alles? All das Chaos und die Zerstörung? Später. Das ist jetzt egal. Ihr seid am Ende. Ihr habt versagt. Falsch. Tyria wird sich neuer Herrschaft beugen. Nein. Gemeinsam bezwingen wir jeden Feind. Ja, wir sind Bürger Tyrias. Wir mögen nicht, dass man uns rumstößt. Und was jetzt? Werft ihr großen, starken Helden mich in den Kerker? Sowas in der Art. Jory, seht euch vor. Das tue ich allerdings. Ich mache dem ein Ende. Ein für allemal. So ist's brav. Kommt und holt mich, wenn ihr euch traut. Na klar, deshalb sind wir doch hier. Das war eine Kriegsgefangene. Die können wir doch nicht einfach so hinschnetzeln. Nein. Euer Bein. Oh, ist gebrochen. Ich weiß. Das wird schon. Geht, schnappt sie. Was, gehen? Nein. Hier könnt ihr nicht bleiben. Oh, Frostbeißer ist da auch. Wir müssen euch wegbringen. Geht, Rox. Das ist eure Chance, im Tropf zu sein. Frostbeißer trägt Braham. Ihr müsst. Müssen tue ich gar nichts. Ich lasse euch nicht allein, so schutzlos, wie ihr hier seid. Jory? Jory! Streichel jetzt mal den Boden. Hilf ihr! Sie ist nicht. Elendes Monster! So, Endstoß. Zurück! Das ist mein Gora! Meiner! Oh, bin schneller als ein Centaur. Giftgranaten. Ja, so alt ist es nicht. Auf sie! Das war unabwendbar! Ihr werdet mir das nicht verderben! Kann gar nicht die Breakbar breaken. Trinkt ihr nicht! Ich bringe zu Ende, was ich hier begonnen habe! Oh ja! Ich halte sie beschäftigt. Geht ihr da rein und tut, was getan werden muss. Ich komme da ja nicht mal rein. Hier drin bin ich! Oh, das läuft
hier irgendwie völlig quer. Jetzt gibt ihr den Rest. Ihr Idioten. Zack. Glaubt ihr mein Tod? Oh, wer hat sie gefinisht? Ich wollte sie finishen. So Holly garantiert. Spät. Jory? Oh Gott. So. Oh nein. Oh, die sind aber weit geflogen, wenn sie da hinten liegen, ne? Irgendeinen Skin habe ich bekommen. Oh ja. Gucken wir mal. So, lebt sie noch? Und dann gehen wir zurück und dann gibt es ein paar in diesem Raum so ein paar Sachen zu lesen und zu hören. Okay. Bevor wir flüchten. Jetzt gibt es noch einen Schmatz. Wir können auch flüchten und dann zurückkommen, also statt abzuhauen, aber ohne abzuhauen. Und im Grunde muss nur einer oben. Wir sehen gleich nach den Freunden. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Warten, bis die zu fertig sind mit ihr. Du musst noch anklicken. Mach ich gleich. Ein bisschen Kampfmagie gewirkt. Nichts passiert, Kleines. Alles wird gut. Schon ein Glück, dass ihr da geblieben seid, was? Kann man wohl sagen, mein Freund. Man bin schneller als ein Centaur. So, Heldin, erstmal genug geknuddelt. Lauft jetzt und erstattet Magnus Bericht. Ich wette, die lechzen schon alle nach guten Nachrichten. Was zum... Ja. So, die schöne Joker-Fresse. Hat aber noch ein Grinsen drauf gehabt, ne? Ja. Ja. So, rein theoretisch war das jetzt die Anspielung auf HOT, oder nicht? Ja. Okay. Und jetzt kannst du hier die Sachen lesen. Ja, das machen wir erstmal. Also erst die Sachen lesen und danach kannst du die Audio-Botschaft. Marionettensteuerpult. Diese Steuerung scheint speziell auf die Marionettenwaffen zugeschnitten zu sein. Möglicherweise hat Scarlett den Waffentest von genau diesem Standort aus kontrolliert. Untersucht die Bohrerpausen, die in der Nähe liegen. Der Bohrer kann nur in den Boden eindringen, aber nichts daraus kanalisieren. Scarlett hat nur vor, die Leylinien zu unterbrechen, nicht die Energie an ihn anzuzapfen. Bohr- und Leylinien-Diagramm. Eine der Anzeigen zeigt eine Reihe von pulsierenden Linien, die alle auf eine Stelle direkt unter dem Bohrer zusammenlaufen. Das müssen die Leylinien sein, die Timmy erwähnt hat. So, was her? Auf dieser Karte von Tyra sind alle Orte verzeichnet, an denen Scarlett ihre Sonden platziert hat. Sucht nach einer Möglichkeit, den Bohrer auszuschalten. Es gibt keine offensichtliche Methode, den Bohrer auszuschalten. Jemand mit mehr technischem Wissen wird eine Lösung finden müssen. Jetzt ist es zu spät. So, dann kannst du jetzt hier. Drei. Moment, wo ist da? Wo ist hier? Da ist noch was. Zuhören. Noch ein Sieg für mich. Ja. Auch wenn jetzt nichts abspielt. Doch, Trainer wollte nicht zuhören. Trin. Eine Enttäuschung. Wir sind geboren, um dich Mutter zu nennen. Die anderen suchen Schutz bei dir. Sie lassen sich führen. Wie eine folgsame Herde. Und wer führt mich? Wo ist mein räuberlich gepflasterter Weg zur Erleuchtung? Es gibt keinen Weg. Mir wurden blutige Taten zugeteilt. Meinen Verstand hat es zerrissen. Ja.
bleibt nur diese eine Wahl. Okay. Und darunter wird die Erde. Bei mir ist es vorbei. Noch nicht. Dann lebst du noch. Jetzt ist es vorbei. Gibt's noch was? Ja, wir können jetzt rausgehen, langsam und gemütlich. Ja, ein bisschen Tempo. Alles mit. Und der Chef, der Instanzöffner, der muss als erster gehen, also damit. Okay. Weil er ist die maßgebende, yeah. So, jetzt gehen wir weiter. Ende zu sein. Noch ein Sieg für mich. So, Sascha? Hier. Ja. Du bleibst hinten stehen. Hier ist ein Fahrstuhl. Hinterrandfelder verlassen. Ja. Aber da kommt man nach Löhnstein trotz all dem. In Lüge. Tank. Wir können jetzt nochmal kämpfen oder rausgehen. Was wollt ihr? Kampf hatten wir gerade. Dann gehen wir erstmal raus, machen die Story fertig. Wir können ja immer noch mal wieder rein. Ist ja öffentlich. Der Ausgang ist im Norden. Ja, da. Nördlichste Wegmarke. Oder Auge des Nordens. Auch eine Möglichkeit. Gehen wir da mal hin. Zack. Ansonsten. Von da kann man dann wieder. Ja, also hier komme ich nicht. Vom nur Auge des Nordens. Ja. Ja. Und dann kannst du vom Auge des Nordens in eine Hauptstadt gehen und dann nach Löwenstein. Das ist jetzt der umständliche. Man kann natürlich, wenn man das Item hat, auch direkt nach Löwenstein, aber als erstmal so. Ich kann auch von hier jetzt nach Löwenstein reisen, oder nicht? Natürlich kann man auch direkt nach Gendarandfelder. Wegmarke Drainer hätte ich jetzt genommen. Aber wir müssen eh nach Götterfels. Und deswegen ist es, wenn wir bei diesen Portalen sind, gehen wir zum Portal nach Götterfels. Portalen? Ich bin mitten in Götterfels. Muss man doch wahrscheinlich erstmal ausgebaut haben, diese blöden Portale. Die habe ich da doch gar nicht. Ja. Also ich gehe hier. Musst du. Wegmarke Drainer. So, Sascha ist kaum hier Platz. Warum? Manche werden etwas erregt. Hier ist doch die Sackgasse, oder nicht? Oder bin ich falsch? Die Sackgasse, die ist. Die ist ein Stück weiter unten südlicher von dir. Genau, davor bleiben wir aber stehen. Andere Seite, okay. Scheiße. Genau. Na, ich habe ja nicht aktiviert, die Story. So. Immer noch. Ich bleib hier mal stehen. Hallo, ihr da. Und habt ihr was gehört? Ich hab sie ja schon durch. Nee. Nein, während die anderen nichts. Laufen. Nein, natürlich nicht durch. Jetzt lese ich noch ich habe vergessen. Festeinladung, die ich zweimal bekommen habe. Warum auch immer. Noch gebe ich nicht auf. Lieber Hariashi, bitte stoß zu uns in der Schenke Sackgasse in Götterfels, um den Sieg über Scarlet zu feiern. Es wäre wundervoll, wenn ihr mit anstoßen würdet. Rox und Bram haben bereits ihre Teilnahme in Form einer Flasche Char-Whisky und einem Fass Non-Bier bestätigt. Ihr müsst nichts mitbringen, außer eurem Lächeln. Obwohl ihr wohl etwas mehr am Leib tragen solltet, wenn ihr uns dort aufsucht. Kasmir. Also ich habe es auch zweimal bekommen und auch vorher, früher schon immer zweimal bekommen. Also ist ein Bug. Ich habe sie auch zweimal bekommen. Gut. Und was soll man tragen? Ist es ein versteckter Dings, wenn ich fragen darf? Nee, da stand nur, man soll vielleicht etwas mehr tragen als nur das Lächeln. Also... Ganz nackig und so nett. Ich hab auch nichts weiter an, außer den Rechner. Und mit der Note, vielen Dank fürs Zuschauen. Für lass dieses die Bild auf jeden Fall. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.